Hallo zusammen, Maya3607 hier. Ich möchte euch heute Friesengift von Sandra Dünnschede vorstellen. Das ist der neueste Fall für Kommissar Thamsen. Das Buch wurde mir vom Gmeiner Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, wofür ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken möchte. Das Buch hat 277 Seiten und kostet 14 Euro. Kommissar Thamsen wird früh morgens von seiner Verlobten Dörte geweckt und ans Telefon gerufen. Denn Carsten Carstensen wurde in einem Waggon der Kleinbahn im Dagebüller Hafen ermordet aufgefunden. Er war Besitzer eines Tierversuchslabors und wurde, wie sich bald herausstellt, mit Schlangengift getötet. Hat er sich mit seinem Labor etwa Feinde gemacht? Eine erste Spur führt Thamsen nach Düsseldorf. Denn ein Kosmetikunternehmen dort setzt Carstensens Forschungsergebnisse für ihre Produkte ein. Thamsen muss also ins Ruhrgebiet reisen, wovon seine Verlobte Dörte alles andere als begeistert ist. Vor Ort stellt dann Thamsen mit seinem Kollegen Brandt fest, dass in dieser Kosmetikfirma nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Während Thamsen in Düsseldorf unterwegs ist, hört sich sein Freund Haie in Riesum, Lindholm und Umgebung ein bisschen um. Er hört dabei allerlei Interessantes. Unter anderem war zum Beispiel eine Tierschutzgruppe mit dem Mordopfer wegen dem Labor in Dauerclinch. Aber auch im Privatleben Carstensens gab es mehr als ein Mordmotiv. Aber alle Spuren, die Kommissar Thamsen verfolgt, scheinen ins Leere zu laufen. Erst als er mit seinen Freunden Tom und Haie einem ausgewachsenen Skandal auf die Schliche kommt, wird ihm klar, wie alles zusammenhängt, und er beschließt schließlich, dem Täter eine Falle zu stellen. Ob ihm das gelingt und wer der Mörder war, das dürft ihr selber lesen. Ich habe mich ja schon lange darauf gefreut, wieder nach Riesum Lindholm zurückzukehren. Es ist schon fast ein bisschen für mich wie nach Hause kommen in diesen Ort. Ich finde dieses Trio einfach klasse und vor allem Haie ist mir immer sowas von sympathisch. Es war richtig schön, wieder mit Dirk, Tom und Haie zu ermitteln. Aber auch im Privatleben von Tom und Haie tut sich so einiges und beide haben sich wieder verliebt. Aber ob da was Größeres dabei rauskommt, auch das dürft ihr selber lesen. Meiner Meinung nach war es ein schöner, aber nicht der beste Fall für Tom, Dick und Haie. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob die Reihe nächstes Jahr weitergeht. Wenn ja, werde ich mir das Buch auf jeden Fall wieder besorgen. Für mich gibt's für das Friesengift 4 von 5 möglichen Sternen. Mit dieser Rezension war's das jetzt. Wir sehen uns in den nächsten Tagen dann wieder. Maya3607.